Jo. Und wieder regenerieren. Das Gute ist, in Yggdrasil respawnt nix. In Yggdrasil sind die Gegner halt gemein, das Gebiet ist gemein, aber es respawnt nichts Gemeines. In den Horusminen respawnen gemeine Mumien. Aber selbst mit diesen gehörnten Teufeln kommen wir jetzt einigermaßen klar. Weil ich habe eigentlich irgendwie so das Gefühl, dass man in Yggdras, also was das gute Ende angeht, dass man hier irgendwie hier reinkommen muss in Yggdrasil. Weil da ist ja auch was ziemlich Mächtiges versteckt, hä? Illifiden, nicht Illifiden, das sind keine Gedankenschinder, das sind Beholder. Ein Secret. Ah. Ich wollte gerade sagen, ihr dürftet auch nicht mehr besonders stark sein. Erdmagie. Chitin-Handschuhe brauchen wir nicht. Ein Pfeil ist besser, ein Bladed Gear. Eine Poignant Potion, also eine Gift Potion. Transmutation. Antike Lords der Erdwege. Antike Lords von erdigen Wegen verbiegen Materie, um ihre Tage zu vertreiben. Und unterstützen Bogenschützen mit allem, was sie finden. Verändern Amethysten zu Steinen aus zu Steinen des Wissens oder des der Gedanken. Sie machen magische Schilde für Tage und Stunden. Hergestellt aus Zahnrädern und Heavy Towers, also Heavy Shields. Bögen aus Legierung, schlank und stark. Schlangen und Insekten sind sie gemacht. Geomanten kreieren und verändern oder biegen. Ihre Tanzmutation tut niemals enden. Also das ist ein Reim, der nur auf Englisch Sinn macht. Und ja, Transmutation. Das heißt, ich kann mir mal wieder mit meinem Dings, mein Glück versuchen mit Transmutation hier.
Sheet of Elements. Hups. Nee, halt. Hä? Also doch so. Shrapnel Blast, okay. Chitin Alloy Bow. Ist besser als das Serpent Bow. Ja, was hatten wir noch da drin? Eigentlich nichts mehr Nützliches. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Dass das aufgegangen ist. Die Wände sind ja alle zerstört. Du jagt mir doch keinen Schrecken ein. Ja gut. Nicht so gut. We've destroyed another artifact. Very good. Cleans all. Okay. Das ist jetzt etwas Neues, was wir tun können und müssen. Und soweit ich weiß, war hier eh noch ein Wisp-Shift. Hier oben, genau. Das heißt, ich muss irgendwann nochmal zurückkommen und die anderen Bereiche von Yggdrasil mir genau unter die Lupe nehmen. Um solche Sachen zu säubern. Gut. Spirit Blossom Key. Da sind die Betrachter drin. Ich muss gerade überlegen, wo könnte überall was Gefährliches rauskommen? Hier nicht, hier war Secret Passage eigentlich. Gut, erstmal rasten, dass wir wieder Energie haben bei unseren Magiern. Es ist wirklich gut, dass wir diese ganzen Zauber jetzt haben, die uns Nahrung und so geben. Und dass wir jetzt verdammt gutes Equipment endlich mal haben. Ich meine, ich glaube, vor 50 Folgen oder noch so rum sind wir teilweise noch mit richtig schlechtem Gear rumgerannt. Also in der Zeit, wo ich das Nahrungsproblem hatte. So, ein Quicksave. Im Süden. Nein, nicht dieser.
Auch nicht dieser. Dieser. Okay. Damit habe ich das aufgemacht, aber... Das habe ich damit auch aufgemacht. Oh, hi. Ja, du bist giftig. Aber du bist lang nicht mehr so gefährlich, wie du früher mal warst. So, Beholder-Auge. Was hat das nochmal gemacht? So, ich denke mal, jetzt habe ich ganz kurz Ruhe. Plus 18 Energy. Hätte er gebrauchen können. Ist nicht viel Energy, aber ist Energy. Irgend so ein Wissensskill oder so. Jo, 18 mehr Energy. Er braucht nicht so viel Energy und sie eigentlich gar nichts. Was haben wir hier? Das lese ich gleich vor erstmal. Erstmal Panik. Bin ich hier sicher? Ja. Ich kann jetzt auch übrigens das hier löschen. Das ist geil. Was habe ich da? Ja. Ich habe diesen Bereich immer und immer wieder überprüft. Und immer noch kein Zeichen des legendären Muramasa Blades. Wahrscheinlich muss ich in eine Grube springen. Es sind so viele Gruben in der zentralen... In der zentralen Kammer. Manche kann man durch Hebel in der äußeren... im äußeren Gebiet schließen. Aber welcher ist der richtige?